Weimarer Republik war Mythos und Moderne. Er erzählte von strengen Vätern, wilden Töchtern, von schönen Frauen. Er schuf Helden, bot Special Effects. Er weckte Furcht und Freude, zeigte Horror und Zukunftsträume. Er spielte mit Utopien und Grenzüberschreitungen, mit Doppelgängern und Einzelgängern. Man konnte lachen im deutschen Film, war glücklich und man liebte. Was ja nicht immer dasselbe ist. Seine Regisseure bauten surreale Sehnsuchtsbilder, voller Romantik. Ich bin Ihre neue Sekretärin. Das Kino fesselte, mit Zauber und Geheimnis. Es ließ die Herzen höher schlagen. Erinnern wir uns, all dies war und ist deutsche Filmgeschichte. All dies lebt weiter. In unser aller Gedächtnis.